Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe heute einiges anzusprechen, bin auch gerade frisch aus dem Urlaub wieder da. Bräune ist da. Kleiner Spaß. Hat bei mir wohl nicht ganz so gut geklappt. Was soll's. Ich habe zwei Pakete bekommen, und zwar einmal vom lieben Inscope und Tim Gabel, meinen neuen Fashion-Homies, und eins von Leandro Lopez mal wieder. Die packen wir gleich zusammen aus. Vorher noch kurz zwei Infos. Erste Info, warum habe ich eine Cap an? Ich war jetzt im Urlaub und konnte deswegen zwei Wochen nicht zum Friseur. Und bei einer ziemlichen Kurzhaarfrisur sieht das dann blöd aus. Ich bin heute Abend wieder Haare schneiden, deswegen sieht es erst heute Abend wieder gut aus. Deswegen verschone ich euch und gönne mir die Kappe. Ich hätte das Video natürlich auch morgen aufnehmen können, aber ab morgen bin ich zwei Nächte in Istanbul, weil wir die Peso-Produktion abchecken. Und da war er wieder der Meister der Überleitung. Apropos Peso nämlich, ich bringe am 20. Juli, also diesen Monat schon, meine nächste Kollektion raus. Timeout wird sie heißen. Sie heißt nicht Season 6. Season 6 kommt erst danach. Warum heißt sie Timeout? Das wird alles noch in einem extra Video erklärt. Also Leute, legt euch schon mal das Geld zur Seite. Am 20.07. kommt die nächste Peso-Kollektion. Schön im Kalender eintragen, ne? Ja, Leute, das dürft ihr natürlich auch nicht fehlen. Aber tatsächlich tragt es euch ein um 18 Uhr, natürlich wie immer an einem Freitag. Ich hoffe, ihr habt da alle Zeit und die Kollektion wird wieder übertrieben krass. Wir haben so heftige T-Shirts mit so einer geilen Verwaschung. Wir bringen einen Rucksack raus, das wird so das High-Price-Piece und so. Also, ja, seid gespannt, Leute. Bevor wir jetzt zur Analyse der Inscope und Tim Gabel Kollektion kommen, packen wir erstmal das Leandro Lopez Paket hier aus. Das liegt schon etliche Wochen bei mir rum. Ich habe das immer so aufgeschoben und gedacht, komm, dann mache ich das heute nochmal. Ich bin gespannt, was ich da diesmal zugeschickt bekommen habe. Und zwar sind das diesmal zwei kleinere Kartons. Ich nehme an, es werden T-Shirts sein. Wir schauen mal gemeinsam rein. Im ersten Karton haben wir natürlich wieder sehr geil mit Seidenpapier verpackt. Yes, ein T-Shirt. Zeige euch das Ganze mal. Das Ganze hat einen ziemlichen Oversize-Fit, hat an der Seite Leandro Lopez stehen und hier vorne noch einen sehr nicen Print. Leute, wer erkennt den Print? Aus welchem Film ist das? The Wolf of Wall Street, eine sehr legendäre Szene. Das war das erste T-Shirt. Wir schauen mal nach dem zweiten. Und zwar ist es auch wieder aus The Wolf of Wall Street, die Szene, wo Jordan Belfort der guten Dame an die Wäsche möchte. Ehrenmann. Sie aber ein wenig mit ihm rumspielt. Dankeschön natürlich wieder an das Team von Leandro Lopez. Ihr werdet damit Fits auf meiner Instagram-Seite sehen. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und check die auf jeden Fall auch mal aus. Link ist in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Paket. Und zwar haben Nico und Tim mir da Sachen aus ihrer Kollektion von Ola Kala zugeschickt. Da kommt mir da erstmal ein Brief entgegen. Handschriftlich versehen. Ich nehme an, es ist vom lieben Tim, weil wir da immer Jokes drüber gemacht haben. Ich lese mal kurz vor. Hallo Justin, ich hoffe, dir gefallen die Klamotten, obwohl es sich doch nicht so viel nimmt. Ist natürlich schade. Mach dir doch endlich mal Locken. In Liebe, dein Lilano. Mit freundlichen Grüßen und liebe Grüße. Ich nehme an, der Großteil von euch wird den Joke verstehen. Die Klamotten sind meist schwarz-weiß gehalten, deswegen nimmt sich einfach nicht viel. Und als ich in Stuttgart war, haben wir uns ein bisschen über den lustig gemacht. Deswegen, wir holen mal das erste Piece raus. Das ist ein T-Shirt, das fühlt sich sehr dick an, sehr hochwertig. Und vorab natürlich, ich beurteile das nach meiner Meinung und nicht, weil ich jetzt cool mit Nico und Tim bin, lasse ich es irgendwie besser ausfallen oder so. Nee, ich beurteile das wirklich so, wie ich das empfinde. Das T-Shirt ist unten relativ cropped, hat aber ein wenig längere Ärmel, genauso wirklich tatsächlich, wie ich das mag, aber ist ja auch gerade so der Trend. Das Shirt hat einen dicken Kragen, sieht ein bisschen aus wie so ein Sweatshirt-Kragen, wenn ihr mal genau drauf achtet. Und hat innen so orangene Details, die sich auch nochmal auf dem Ärmel wiederfinden. Ich finde das T-Shirt ist auf jeden Fall sehr nice, vor allem auch sehr clean. Das Einzige, was ich jetzt so als Kritikpunkt hätte... Hier spricht die Modepolizei. Ich bin nicht so ein Fan der Farbe Orange. Ich finde, die ist schwer zu kombinieren und ich habe auch selbst sehr wenig davon. Wenn es jetzt rot wäre oder so, würde es zum Beispiel direkt zu dieser Kappe hier passen oder so. Orange bin ich nicht so der Fan von. Allerdings, wenn man das T-Shirt anhat, sieht man das auch nur ganz dünn an den Nähten hier außen. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Basic-Tee. Ich glaube, die haben schon einige Sachen sold out, falls noch was da ist. Könnt ihr es natürlich auch mal abchecken, ist in der Beschreibung verlinkt. Die Jungs haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Als ich in Stuttgart war, waren die ja noch so in dieser Planung und hatten schon die ersten Samples-Sachen mir gezeigt. Ich war auch sehr begeistert und habe so echt gefeiert, dass die beiden sich auch so in diese Materie reingedacht haben, reingetraut haben und auch privat sehr viel Zeit mit der Materie verbringen. Also da muss ich wirklich sagen, eine sehr gelungene Kollektion, checkt die auf jeden Fall ab. Ja, das war's zum T-Shirt. Wir kommen zum Sweater und zwar ist das mein Lieblingspiece aus der Kollektion. Da steht vorne Ola Kala drauf und auf den Ärmeln auch nochmal. Wenn man das Ganze anhat, dann geht der Schriftzug so über den Arm hierher und dann wieder auf den nächsten Arm. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Hat auf den Armen nochmal so einen schwarzen Streifen eingestickt. Fällt nicht direkt auf, aber ist nochmal auf jeden Fall ein qualitatives Detail, möchte ich jetzt mal sagen. Ist auch nochmal mit einer orangenen Naht versehen. Da zieht sich auf jeden Fall ein roter Faden, beziehungsweise ein orangener Faden durch die Kollektion.
ja, die Buchstaben sind so gummimäßig hier drauf gedruckt, beziehungsweise die Outlines davon. Da muss ich sagen, das Piece gefällt mir auf jeden Fall am allerbesten aus der Kollektion. Das hat oben weit geschnittene Ärmel, die unten enger zulaufen mit einem normalen Bund. Und der ist auch relativ breit geschnitten, hat aber unten auch wieder den Bund so, dass der so ein bisschen Kartoffelsack-mäßig fittet. Also diesen klassischen Oversize-Fit, wirklich ein sehr, sehr heftiges Produkt. Kommen wir dann zum letzten Teil, was ich zugeschickt bekommen habe, und zwar ein zweiter Sweater. Der hat hier auf dem Kragen Ola Kala eingestickt und hat auf den Ärmeln einen weißen Streifen, links und rechts natürlich. Die haben das anders gelöst als ich. Ich hatte ja in meiner vierten Kollektion bei Peso auch weiße Streifen auf dem Ärmel. Allerdings war das bei mir mit in den Stoff integriert. Also wurde das Weiße sozusagen bei mir dazwischen genäht. Und hier wurde das drauf genäht aus so einem extra Gummibund. Finde ich auch sehr geil gelöst. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich lieber mag. Finde ich beides sehr nice. Und ja, hier sieht man auf jeden Fall, dass es so stretchbar, weil das halt so ein Gummibund ist. Und natürlich der Kragen sieht auch sehr, sehr nice aus. Mehr ist da auch gar nicht drauf. Das waren so meine drei Favorite Pieces aus der Kollektion. Nico hat gesagt, such dir gerne was aus. Die haben da auch noch einen Trainingsanzug und so. Das trage ich jetzt nicht allzu oft. Daher habe ich mir hier die Sachen ausgesucht. Vielen Dank nochmal an euch beide für die Sachen. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg auf eurem weiteren Fashion-Weg, in Anführungszeichen. Ja, Leute, schreibt mir doch gerne eure Meinung zur InScope und Tim Gabel Kollektion in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.